Hey Leute, bevor das Video losgeht, noch fette News für euch. Ich habe mir hier ein Streaming-Setup aufgebaut in meinem Büro. Ab jetzt mittwochs um, ich habe noch gar keine Zeit, fällt mir gerade ein. Wann sollen wir denn? 18:30 Uhr. 19 Uhr. Ab jetzt, Mittwoch immer um 19 Uhr, Livestream auf Twitch. Ich habe mich bewusst für Twitch entschieden, weil es einfach die bessere Plattform für Livestreams ist, finde ich. Deswegen unbedingt unten in den Link klicken. Das ist mein Twitch-Account. Erstellt euch gratis einen Account, den ihr noch keinen habt. Oder wenn ihr einen habt, dann folgt mir dort und kommt am Mittwoch um 19 Uhr in den Stream. Ich freue mich mega drauf, habe ein paar coole Themen für euch vorbereitet. Jetzt erstmal viel Spaß in dem Video. Scheiß Golf 4, sage ich nur. Ja, herzlich willkommen zu diesem etwas spontaneren Videoanfang, heute an diesem Montagsupdate wahrscheinlich. Ich stehe hier mit meinem wunderschönen neuen Golf 4, den ich mir ja ursprünglich gekauft habe, da mein damaliger Daily, der Golf 2, Motorprobleme hatte. Und warum stehe ich jetzt genau hier, mutterseelenallein, irgendwo im Nirgendwo, im Regen und filme dieses Video für euch? Ich habe keine Ahnung, was ich denn eigentlich verbrochen habe, dass meine Autos immer irgendein Problem haben, aber aktuell fährt dieser Wagen richtig scheiße. Ich habe auch schon ein paar Vermutungen und dachte, ich hole einfach mal die Kamera raus, denn es könnte sein, dass jetzt hier gleich ein neues Video entsteht. Die Story ist folgende. Ich war auf dem Heimweg von der Arbeit, habe auf einmal gemerkt, dass der Wagen keine Leistung mehr hat. Also es hat jetzt das erste Mal wirklich ein bisschen mehr geregnet. Da hat der Wagen einfach angefangen zu ruckeln, wenn ich durchbeschleunigen wollte. Ja, ist erstmal gar nicht so geil. Fakt ist einfach, er läuft jetzt richtig scheiße und ich habe ein Riesenproblem, denn in 2 Tagen, das heißt übermorgen, möchte ich mit diesem Wagen die erste lange Fahrt nach Bayern machen. Ich habe meinen Dad knapp 1,5 Jahre nicht mehr gesehen, will meine Familie besuchen, deswegen ist mir das ultra wichtig. Und das wäre jetzt quasi die erste wirklich lange Fahrt mit dem Wagen. Und gerade jetzt, 2 Tage davor, kackt er mir ab. Ist keine Option für mich jetzt, dass er so bleibt, denn so kann ich unmöglich diesen Roadtrip nach Bayern machen. Aber es ist auch keine Option, diesen Roadtrip nicht anzutreten. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, es muss irgendwie in den nächsten 48 Stunden repariert werden. Leider aktuell Lockdown, ihr wisst es. Das heißt, wir haben aktuell nicht die Möglichkeit, in irgendein Geschäft zu gehen, um Ersatzteile zu kaufen. Und Online-Bestellungen kommen safe nicht bis morgen an, denn morgen Abend ist der letzte Abend, in dem ich ihn reparieren könnte. Übermorgen, frühmorgens, sollte ich eigentlich schon im Auto sitzen. Ich meine, ich habe mich natürlich ein bisschen aufgeregt, ja? Also man kann sich ja auch mal, man darf sich ja auch mal ärgern. Aber für gewöhnlich denke ich ja eher in Lösungen. Und die einzige Lösung, die ich jetzt habe, ist, gebrauchte Teile über irgendeine Online-Plattform zu finden, diese abzuholen und hier einzubauen. Neuteile ist einfach nicht. Und deswegen habe ich gerade auf dem Heimweg von der Arbeit geguckt, ob irgendwer im Umkreis hier so etwas verkauft. Und siehe da, 40 Minuten von mir daheim entfernt, verkauft tatsächlich jemand von seinem Schlachter sämtliche Teile. Gerade angerufen, er hat sie parat, deswegen stehe ich jetzt auch gerade hier irgendwo im Nirgendwo an der kleinen Lichtquelle, um dieses Video für euch zu drehen. Fahr dort jetzt hin, hol die Teile ab, wir bauen sie morgen spätestens direkt ein, hoffe, dass er wieder läuft und dann mache ich mich auf den Weg nach Bayern. Um auch noch mal ganz kurz auf das Problem einzugehen, welches ich eigentlich überhaupt hier habe. Es ist folgendermaßen. Es hat, wie gesagt, heute das erste Mal recht stark geregnet, seit ich diesen Wagen im Alltag fahre. Und ich habe direkt gemerkt beim Nachhausefahren, dass er beim Durchbeschleunigen ruckelt. Also aktuell hat er relativ wenig Leistung. Und wenn ich Gas gebe, dann fängt er hier auch an mit den Drehzahlen. Man sieht es sogar ganz gut. Ich versuche euch nachher mal kurz zu zeigen. Fängt er an, immer wieder von den Drehzahlen abzufallen, als ob er Zündaussetzer oder ähnliches hätte. Und genau das ist auch meine erste Vermutung gewesen. Was ich jetzt von diesem Schlachtgolf 4 abhole, ist eine komplette Zündspule inklusive Zündkabel. Natürlich ist das auch gebraucht, jedoch muss ich jetzt hier dem Verkäufer vertrauen, der natürlich meinte, das Zeug lief bis zum Ausbau ohne Probleme. Gerade beim Golf 4, 1,6 Liter Zündspulen machen gern Probleme. Ich hoffe, dass es sowas in der Art ist, denn das war natürlich easy getauscht, kostet nicht viel und würde mich relativ schnell wieder mobil machen mit diesem Wagen. Bin jetzt hier gerade auf einer langen Geraden und versuche ich das mal zu zeigen. Ich beschleunige jetzt mal durch und bin mal ruhig, dass ihr was hört. Keine Ahnung, ob das auf der Kamera jetzt so rüberkam, aber auf jeden Fall hat er irgendwelche Aussetzer. Er verliert immer wieder die Leistung. Also auf dem Fahrersitz sitzt du so beim Beschleunigen. Ja, und das ist natürlich nicht gut. Vor allem, wenn ich eine lange Strecke auf der Autobahn mache, auf hohen Drehzahlen und er fängt an, Aussetzer zu haben, wäre nicht so geil. Was ich noch überlegt habe, ist, dass es eventuell der Luftmassenmesser ist. Wenn ich schon auf dem Weg zu einem Schlachter bin, habe ich gesagt, komm, schraub mir den auch gerade noch raus, mach mal einen Pauschalpreis, einen Fuffi für alles zusammen, haben wir uns darauf geeinigt, hole ich jetzt ab und ich hoffe wirklich, dass ich irgendwas damit anfangen kann und das Ding morgen wieder läuft. So, ich war erfolgreich, war jetzt wirklich ein mega netter Dude, hat mir jetzt hier die Teile gerade echt in Rekordzeit ausgebaut. Ich habe kurz davor angerufen, war alles schon parat. Und jetzt habe ich hier folgende Teile liegen. Und zwar habe ich einmal ein Luftmassenmesser mitgenommen, ist auch von einem 1,6er. Einfach mal hier so das Kabel abgeschnitten, aber ist ja egal, ich brauche ja nur dieses Ding hier. Und meine zweite Vermutung, oder die erste eigentlich, also ich vermute eher, dass es daran liegt, ist hier unsere Zündspule. Das ist das komplette Modul inklusive Zündkabel, jedoch sehen die leider auch nicht besser aus. Oh Mann, man nimmt, was man kriegt. Ich hoffe, dass ich
meine Guten und da die Guten zu einem Set zusammenbauen kann, sodass dann alle halbwegs okay aussehen. Das ist die einzige Lösung, die ich habe. Also es gibt keine Alternative. Ich habe jetzt genommen, was ich gekriegt habe und muss jetzt da irgendwie das Beste draus machen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin mir fast sicher, dass ich es irgendwie hinkriege und dieser Motor dann wieder gut läuft. Erstaunlicherweise läuft er jetzt die letzten 10 Minuten auch wieder ganz normal. Also er hat jetzt keine Aussetzer mehr. Vielleicht, weil es auch aufgehört hat zu regnen. Die Straßen sind zwar noch nass, aber keine Ahnung, woran das liegt. Fakt ist, ich habe die Teile, ich fahre jetzt in die Halle, werfe das da alles raus, bereite alles vor, fahre dann aber wieder heim, denn ich habe heute wirklich noch viel Arbeit am Laptop zu erledigen. Und morgen dann ist der ganze Abend eingeplant, um diesen Wagen hier fertig zu machen für den Roadtrip. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir sehen uns morgen. Bis gleich. So, nächster Tag. Ich bin jetzt hier in der Halle und aktuell ist Chris auch noch da. Er hat sich jetzt noch dazu bereit erklärt, mit mir kurz zu gucken, warum dieses Radio solche Störgeräusche sendet. Denn morgen meine 4,5-stündige Fahrt ohne Radio bzw. mit diesen Mega-Störgeräuschen wäre natürlich blöd. Deswegen, bevor wir uns jetzt an die Ersatzteile vom Motor machen, haben wir gesagt, schauen wir uns kurz das Radio mal schnell an. So, wir starten jetzt mal hier, um euch zu zeigen, welche Störgeräusche wir aktuell haben. Jetzt, wenn der Motor startet, wird es auf jeden Fall lauter. Das heißt, es hängt an der Lichtmaschine. Und wenn ich Gas gebe, hört man auch ganz gut, dass sich der Ton verändert. Achtung! Also ich glaube, man hört es ganz gut. Das ist so ein Wiu, Wiu. Wenn es das Radio nicht ist, dann tauschen wir mal die Cinch-Kabel, dass die vielleicht zusammen mit dem Stromkabel verlegt wurden. Aber jetzt erstmal anderes Radio rein und hoffen, dass es vielleicht... Nee, wir hoffen nicht, dass es das löst, weil dann bräuchte ich ein anderes Radio. Vielleicht sind es auch nur die Cinch-Kabel. Wir testen mal schnell. Das sind unsere Cinch-Kabel. Guckt mal, wie dünn die sind. Also das sind auf jeden Fall richtig schlechte Cinch-Kabel für so eine Anlage. Ich habe andere da liegen, die sind mindestens doppelt so dick. Guter Knick drin. Und auch richtig abgeknickt. Also wahrscheinlich sind es die. Ja, wir versuchen jetzt trotzdem mal, ob wir ein Radio haben, wo hier reinpasst, zum Testen. Aber ich sehe uns hier schon neue Cinch-Kabel einziehen. So, eine geschlagene Stunde später. Chris ist jetzt gerade schon heimgefahren. Wir haben jetzt hier ohne Kamera schnell alles Mögliche ausprobiert, einfach weil wir nicht so viel Zeit haben. Chris muss ja immer noch um 8 Uhr nach Hause. Und wir haben es leider nicht geschafft zu regeln. Ich kann euch ganz kurz ein Update geben, was wir alles versucht haben. Vielleicht habt ihr noch irgendeinen Tipp, was es sein könnte. Wir haben als allererstes mal ein neues Cinch-Kabel nach hinten gelegt, an die Endstufe angesteckt, hat nichts gebracht. Wir haben außerdem gesehen, dass das Cinch-Kabel auf der anderen Seite verlegt wurde, original, also nicht mit dem Strom. Das heißt, auch wenn das Cinch-Kabel sehr billig und dünn aussieht, das ist es definitiv nicht. Unser Cinch-Kabel ist ein hochwertiges gewesen und wir hatten dieselben Probleme. Danach haben wir gedacht, vielleicht ist es ja das Radio selbst und haben hier einmal vom Käfer das Radio genommen, aber leider auch das nicht die Lösung gewesen. Jetzt ist es halt so, dass ich aktuell keine Ahnung habe, was es noch sein könnte. Kann wirklich sein, dass das irgendwo abgezapft hat, irgendwo mit angesteckt hat an originale Verkabelung. Gerade wenn du Gas gibst und den Motor hochdreht, hörst du enorm, wie die Störgeräusche auch lauter werden. Und ja, so macht das natürlich keinen Spaß. Also meine Lösung für morgen ist jetzt einmal die Bluetooth-Box mit in den Wagen nehmen und halt so fahren. Natürlich hoffe ich, dass der restliche Abend erfolgreicher wird. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um den Motor. Das ist ja noch eigentlich viel, viel wichtiger. Da habe ich jetzt die neuen Teile am Start. Hier nach und nach alles verbauen, eine kleine Probefahrt machen und hoffen, dass der Motor wieder gut läuft. Denn das ist natürlich die Voraussetzung, dass ich morgen diese lange Fahrt antreten kann. Ich denke, ich fange mit der Zündspule an. Denn wenn das es nicht ist, dann habe ich ja noch die Alternative mit meinem Luftmassenmesser. Meine erste Vermutung ist eben die Zündung, weil es eben bei Nässe auftritt und das natürlich ein Indiz dafür wäre. Also wünscht mir Glück, ich hau das jetzt rein und guck, ob es was bringt. Okay, also es ist jetzt folgendermaßen, es hat eigentlich echt easy funktioniert im Ausbau, jedoch wirkte hier dieses Teil überhaupt nicht so, als ob das kaputt sein könnte. Ich meine, ich kann jetzt nicht reingucken, aber ich hatte jetzt gedacht, ich sehe hier irgendwo vielleicht ein paar Risse im Kunststoff oder so oder irgendwie hier die Anschlüsse mega am Arsch, aber ganz im Ernst, das sieht noch wirklich frisch aus eigentlich, also hier alles tipptopp. Ich habe mich dazu entschlossen, meine vorhandenen Kabel wieder herzunehmen, denn es ist ein ultra scheiß, die hier zu lösen. Das ist hier alles im Weg. Du kommst wirklich nicht an diese Zündkabel so easy ran. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass es nicht an den Zündkabel liegt. Außerdem sind die Zündkabel, die ich dazu bekommen habe, in einem schlechteren Zustand, kommt mir vor, wie meine. Da ich jetzt nicht sofort gesehen habe, dass da irgendein Fehler vermutet werden könnte, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt direkt auch noch hier diesen Luftmassenmesser zu tauschen. Ich meine, was ich da habe, habe ich da. Also ich denke, es macht Sinn, beides zu verbauen. Ich starte den Motor jetzt jedoch trotzdem erst einmal, um herauszufinden, ob diese Zündspule, die ich da verbaut habe, funktioniert. Denn wenn er jetzt noch schlechter läuft wie davor, dann ja, haben wir eh gerade ein Problem. Also einmal kurz gucken, ob er läuft. Okay.
Klingt jetzt mal vernünftig, aber im Stand hat man es auch nie gemerkt, nur beim Beschleunigen. Ja, also ich würde sagen, das kann man lassen. Er läuft nicht schlechter wie davor. Also ich mache jetzt mal aus und kümmere mich jetzt noch schnell um den Luftmassenmesser und dann geht es auch schon auf die Probefahrt. Bevor es losgeht, noch einmal ganz kurz Öl checken. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ich hole mal kurz ein Tuch und schau mal an, ob hier genug drin ist. Es sieht jetzt mal gar nicht so schwarz aus, aber ich prüfe mal kurz den Ölstand und dann mache ich mich auch schon auf den Weg zur Probefahrt. Das war mega synchron, hä? What the fuck? Das ist trocken, Leute! Hallo? Hier, Ölwechsel. Wann? Ölwechsel im Mai bei 202.000 Kilometer, 10W40. Das war vor 4.000 Kilometer, meine Freunde. Was ist da los? Naja, ich check das jetzt mal ganz kurz, kipp was nach und wie gesagt, spätestens nach meiner 4-stündigen Fahrt, beziehungsweise wenn ich wieder zurück bin, 8 Stunden Autobahn, check ich das Öl nochmal und dann weiß ich mehr. 15W40, 10W40, sollte doch wohl noch reichen. In Amerika gab es mal so eine Challenge, da sollte man sich filmen, wie man Öl ohne Trichter einfüllt. Mal gucken, ob ich hier zu einem amerikanischen Autoschrauber taug. Ah, guckt euch das an! Wiener 1. Aber der Kanister ist auch fast leer, da ist das immer wesentlich einfacher. Ja, der Wagen lief jetzt mal für 5 Minuten. Ich habe das Tor schon aufgemacht, um mich da drin nicht komplett zu vergasen. Es ist mega am Pissen, also eigentlich das perfekte Wetter für eine Probefahrt. Und genau da mache ich mich jetzt auch schon auf die Socken und teste mal, ob das alles funktioniert hat. Davor checke ich noch einmal kurz das Öl. Ich hoffe, es hat gereicht, einen halben Liter jetzt mal reingekippt. Ansonsten kippe ich noch mal was nach und melde mich gleich von unterwegs. So, ich würde sagen, wir wagen mal einen ersten Test. Also er läuft mal ganz normal, aber ich habe noch nicht hoch beschleunigt, ja? So, also ich beschleunige mal. Scheiße! Ja, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber er nimmt immer noch kein Gas an, er ruckelt. Mindestens so schlimm wie davor. Ich sehe mich wirklich nicht in diesem Auto morgen fahren. Scheiße! Das ist ein komplettes... Ob ich den blauen Golf wieder zurückkaufen kann? Okay, jetzt kein Witz, Leute. Ich stand jetzt hier vor der Werkstatt und dachte so, gut, ich versuche den Wagen mal auszulesen. Ich habe so einen kleinen Adapter für mein Telefon. Und während ich versucht habe, mich mit dem WLAN auf diesen Adapter zu verbinden, was natürlich auch nicht funktioniert hat, warum auch immer, ich habe den Adapter schon ewig nicht mehr hergenommen, geht der Wagen einfach aus. Jetzt einfach rausgegangen. Stehe ich hier und habe keine Ahnung, was los ist. Mal schauen, ob er wieder anspringt. Ah, er wäre fast gekommen. Ah! Okay, er ist wieder da. Aber, ja, die Drehzahlen. Merkt ihr das? Er schwankt an den Drehzahlen, springt richtig scheiße an. Und das ist davor nicht gewesen. Ey, das kann nicht sein. Du willst dein Auto reparieren und es läuft danach schlechter wie davor. Das wird wohl nichts mehr, Leute. So, ich habe mich jetzt ein wenig gesammelt. Und bin zum Entschluss gekommen, dass es jetzt keinen Sinn macht, hier die alten Teile wieder einzubauen. Das ganze Zeug, was ich jetzt verbaut habe, muss auf jeden Fall raus. Also das schmeiße ich alles wieder raus nächste Woche, kaufe das einmal alles in neu. Ich will auf keinen Fall, dass es daran liegt, dass ich jetzt hier gebrauchte Teile eingebaut habe, die auch defekt sind. Zusätzlich werde ich natürlich neue Zündkabel kaufen plus neue Zündkerzen. Und das sind natürlich auch Faktoren, die da Einfluss nehmen könnten, wenn es nicht die Spule selbst wäre. Aber bevor ich da jetzt lange Experimente mache, kaufe ich einfach einmal alles neu. Muss ich halt noch einmal in die Tasche ein bisschen tiefer greifen. Ist zum Glück nicht so mega teuer, aber trotzdem natürlich jetzt blöd, dass das alles auf einmal jetzt kurz vor meinem Roadtrip passiert. Ich battle jetzt mal bei Jules, dass ich eventuell ihren Benz für morgen bekomme. Und ja, sobald dann die Teile da sind, hoffe ich, dass ich nicht länger auf andere Autos angewiesen bin. Ich werde das Video dann auf jeden Fall weiter produzieren, wenn alles da ist. Und ich hoffe, wir finden noch irgendeine Lösung. Also ich möchte das Video mit einem Erfolgserlebnis beenden. Das ist mein Ziel für dieses Video und ich hoffe auch, wir erreichen es. Wie gesagt, wir sehen uns in ein paar Tagen, wenn die neuen Teile da sind. Drückt mal ganz fest die Daumen. Herzlich willkommen zurück im Chaos. Ich bin jetzt hier nach ein paar Tagen endlich angekommen mit den neuen Teilen an meinem Golf 4. Ich habe mir jetzt quasi die komplette Sache für die Zündung, das heißt
Zündkabel, Zündkerze und nochmal eine Zündspule neu gekauft. Bin jetzt hier auch schon dran und habe feststellen müssen, dass der Golf 4 1.6 SR-Motor ziemlich beschissen ist, um Zündkerzen zu tauschen. Ich habe wirklich einiges jetzt hier schon alles abbauen müssen, um hier an unsere bekackten Zündkerzen und Zündkabel zu kommen. Ich werde jetzt nach und nach diese hier ausbauen, gerade mit neuer Zündkerze und neuen Zündkabel zur Zündspule gehen. Zündspule auch nochmal austauschen, die habe ich nämlich auch noch neu. Und dann hoffe ich, dass das Problem gelöst hat. Bis jetzt habe ich noch wenig Hoffnung, aber we will see. So, Ansaugbrücke ist jetzt wieder dran. Zündkabel sind alle neu, samt Zündkerzen. Ich habe mir die natürlich beschriftet, damit ich auch gleich bei der Zündspule die richtig einstecke. Die alte Zündspule, die gebrauchte, die ich reingebaut habe, ist jetzt auch schon wieder draußen. Nicht, dass die einfach defekt war. Ich nehme jetzt wirklich kein Risiko mehr. Ich tausche einmal alles. Hier sind die alten Zündkerzen. Sehen gar nicht so übel aus, bis auf eine. Die war nass. Versuchen wir mal zu zeigen hier. Die anderen sehen eigentlich noch voll okay aus. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ich habe einfach mal alle getauscht. Zündkabel sind hier auch die alten. Jetzt ausgetauscht und ich würde sagen, neue Zündspule rein und alles anschließen und dann hoffen, dass er gut läuft. Nachdem er hier uns so schwere Zeiten macht, der Wagen, hat er den Everyday I See My Dream Sticker natürlich auch nicht mehr verdient. Unabhängig davon, dass es auch super peinlich ist, damit rumzufahren. Machen wir noch schnell ab. Und dann geht's zur Probefahrt. Ja, unterwegs jetzt im Golf mit allen neuen Teilen. Ja, Racecar, aber vor allem ruckelt er nicht. Also ich will jetzt noch nicht jubeln, weil, ich muss vielleicht dazu sagen, er stand jetzt recht lang und es ist immer so, wenn ich morgens losfahre oder so, dann ist es so, dass er ganz normal fährt auf dem Weg in die Arbeit und so ab der Hälfte von der Strecke fängt er auf einmal an zu ruckeln. Also es ist nie, dass er sofort anfängt zu ruckeln. Erst wenn er ein bisschen gefahren ist. Entweder weil er warm wird oder weil dann die Feuchtigkeit vielleicht eindringen kann. Ich habe keinen Plan. Es ist übrigens heute feucht, es hat vorher gerade geregnet. Das heißt, wir haben die gleichen Bedingungen wie immer. Deswegen machen wir ein bisschen längere Probefahrt und beschleunigen nachher nochmal durch und hoffen, dass es so bleibt. Bis jetzt ohne ruckeln. Das wär schon mal gar nicht schlecht. Ich habe übrigens 150 Euro mittlerweile investiert in den Wagen. Mit den Neuteilen plus die Gebrauchten, die ich erst gekauft habe jetzt in diesem Video. Und wenn das jetzt nicht umsonst war, dann wäre das ja noch eine akzeptable Reparatur, wenn man überlegt, dass der Wagen nicht so teuer war. Ich bin relativ sicher, dass es jetzt weg ist, aber die nächsten Tage werden auf jeden Fall zeigen, ob es auch so bleibt. Ich hatte auch schon einen Tag, wo er ganz normal lief und am nächsten Tag war es wieder da. Deswegen, ja, ich drücke mir einfach mal die Daumen. Ich habe jetzt keinen Bock und keine Zeit mehr. Ich möchte unbedingt am Rentnergolf weiterkommen, deswegen möchte ich jetzt hier nicht irgendwie jedes Wochenende schrauben müssen. Ansonsten hört ihr dann spätestens am Mittwoch im besagten Livestream. Ich hoffe, einige sind da. Ob der Wagen noch läuft. Ich habe mir ein paar coole Themen rausgesucht, über die wir quatschen können. Also auf jeden Fall unten auf den Link klicken, entweder ein Konto erstellen oder schon mal folgen. Wie gesagt, würde mich mega freuen, wenn wir uns am Mittwoch dann sehen auf Twitch. Bis dahin wünsche ich alles Gute, macht es gut und ciao. Dein Scheiß Ernst! Mann! Ich wollte das Video gerade beenden. Ich schwöre. Also. Ich habe das Video gerade beendet. Ich war sehr glücklich. Stand meine Ampel erst ausgegangen. Schreibt mir bitte rein, was es noch sein könnte. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe auch schon gegoogelt. Die meisten meinen, es ist irgendwas mit der Zündung. Aber ey, wir haben alles neu. Alles neu an der Zündung. Ich habe jetzt quasi neue Teile, die ich nicht gebraucht hätte. Und nach wie vor ein Wagen, der nicht gut läuft. Deswegen bin das auf euch angewiesen. Habt ihr eine Idee, wo soll ich weitermachen? Ich hoffe, dass es irgendeine Kleinigkeit ist und ihr mir weiterhelfen könnt. Aber so ist das jetzt gerade echt. Das war so klar, Mann. Ich habe gerade gesagt, dass es läuft. Nee, wir machen es jetzt so. Ihr schreibt mal fleißig rein, was ich als nächstes gucken soll. Am Mittwoch im Livestream gebe ich euch dann Bescheid, ob ich schon dran gekommen bin, ob ich eine Lösung habe. Und wenn ja, dann gibt es natürlich auch wieder ein Video. Ich versuche ihn zum Laufen zu kriegen, auf jeden Fall. Ich werde heute Abend nicht mehr schrauben. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich für Teile brauche. Und halt euch dann auf dem Laufenden. So ist das leider manchmal. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich jetzt noch eine schöne Zeit. Und hoffe, wir sehen uns dann am Mittwoch oder spätestens am Donnerstag dann wieder auf YouTube. Macht es gut und ciao. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.